Geliebter Vater, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name, wenn du mein Vater bist, und das gilt für uns alle, tragen wir den gleichen Namen. Und wenn wir den gleichen Namen tragen, dann müssen wir mit dir vereint der ganze heilige Gottessohn der Himmel sein. In dieser Welt der Trennung scheinen wir verloren zu sein. Aber du, Vater, hast uns allen einen Lehrer gegeben, den Heiligen Geist, mit dem Auftrag, uns zurückzuführen, zu erlösen von der Idee des Todes und der Trennung, die es gar nicht gibt. Geliebter Vater, der du bist im Himmel, du bist die Liebe, dein Name ist Liebe. Und wenn dein Name Liebe ist, muss der meine Liebe sein. In Wahrheit bin ich also Liebe, ein Wesen aus Licht, vollkommen leicht und frei. Und was du, geliebter Vater, erschaffen hast, bleibt ewig behütet im Sein. Ich kann zu meiner Wirklichkeit erwachen, denn die kann sich nicht verändern. Deine Macht ist absolut. Du bist die Totalität, das Ganze. Und du hast dich ausgedehnt zu mir, deinem Sohn. Ich bin also in Wahrheit der heilige Gottessohn, ewig behütet im Sein. Unwandelbar, das eine heilige Selbst, das wir alle miteinander teilen. Denn du, Vater, hast dich mir hingegeben. Du hast dich ausgedehnt zu mir. Du gabst mir durch diese Hingabe mein Leben. Und so wie du erschaffst durch Liebe und Hingabe und indem du alles gabst, was du selber bist, hast du mich gelehrt, auch mich hinzugeben, zu erschaffen, mit deiner Liebe und deiner Macht, mich auszudehnen zu meinen Schöpfungen. Diese Schöpfungen sind die Kinder meines reinen Geistes, die ich mit dir erschaffen habe. Die ganze Welt der Liebe ist immer noch da. Wir leben alle in Freude und Liebe, vollkommen frei von jeder Gefahr. In deinen Liebesarmen geborgen sind wir alle glücklich. Wir haben keine Sorgen. Es gibt keinen Tod, keine Krankheit. Es gibt keine Trennung. Wir sind einfach nur im Glück, so wie du uns erschaffen hast. Und der reine Geist in unserem Geist bringt uns zu dieser Wirklichkeit zurück. Durch das einzige Gebet, was wir brauchen, dass wir akzeptieren, der heilige Sohn Gottes zu sein, dass wir akzeptieren, dass du uns, Vater, alles gegeben hast, was uns erfüllt. Wir brauchen nichts von Körpern, von Bildern, die wir projizierten, indem wir uns von dir trennten. Diese Bilder sind gemacht aus Angst, aus der Idee der Trennung von der Liebe. Aber es gibt keine Trennung von der Liebe. Die Wirklichkeit, die du erschaffen hast, ist einfach nur Liebe, grenzenlose Liebe. So können wir sagen, geliebter Vater, der du bist, die Liebe. Und dein Sohn, der Christus, kann nicht anders sein, ist Liebe. Mögen wir deinen Sohn Christus, Buddha, oder einfach nur Sohn und Heiliges Selbst nennen. Es ist das schönste Wesen, das es gibt. Wir sind also in Wahrheit grenzenlos geliebt, vollkommen geborgen in deinen Liebesarmen. Wir können zu dieser Tatsache erwachen. Aber was, geliebter Vater, tun wir hier, die wir noch einen Körper haben und hier in diesem Traum gefangen sind? Mit deiner Hilfe, mit dem Heiligen Geist in uns, können wir die Welt der Liebe hier verursachen, indem wir in allen, die uns begegnen,
oder an die wir denken, die Liebe, die Herrlichkeit, den ganzen Himmel sehen. Denn das ist, was wir miteinander teilen. Und so wird das Wunder geschehen, weil wir alle als eins das Wunder sind, dass dein ganzer heiliger Gottessohn zurückkehrt als dein einziges Kind. Wir haben dich in Wahrheit nie verlassen, aber indem wir dachten, wir seien getrennt, fingen wir an, dich zu fürchten und uns gegenseitig zu hassen. Wir haben eine Idee erfunden, die Idee der Vergänglichkeit, des Todes, des Leides. So haben wir uns krank gemacht im Geist und die Folge war, dass unsere Körper, die wir machten, zu Gefängnissen wurden, die uns trennten. Eigentlich könnten wir über diesen Unsinn lachen, denn es gibt keine Trennung. Das, was du, Gott Vater, erschaffen hast, bleibt ewig eins. Das Ego kann nicht trennen, was du in Liebe verbunden hast. So können wir jetzt endlich wieder erkennen, dass alles, was ich sehe in dieser Welt, der Welt der Bilder, die Bäume, die Menschen, die Tiere, die Dinge, sind einfach nur Ideen, nach draußen projiziert, die ich im Geist nicht behalten wollte. Jetzt kann ich diese Ideen aufgeben, ich kann sie loslassen und sie mit der Liebe des Himmels ersetzen. Dann wird im wahrsten Sinne des Wortes das Licht angehen, die Dunkelheit wird verschwinden. Ich werde in jedem, auch denen, die ich vorher hasste und vor denen ich Angst hatte, durch diese Form der Vergebung meinen liebsten Bruder und Freund sehen. Denn jedem hast du das Gleiche gegeben, dich selbst. Die ganze Liebe des Himmels ist in jedem Geist von uns. Wir sind Brüder, die einander ewig lieben. Wir können uns einander hingeben ohne Furcht. In jedem ist die Macht gegeben, in jedem wohnt der Heilige Geist und zeigt den Weg nach Haus. Alleine, individuell kann ich nicht nach Hause zu dir gehen. Um wieder zurückzukehren zu dem, was ich wirklich bin, brauche ich alle meine Brüder und alle Wesen. Ich öffne meinen Geist ganz weit und löse mich von diesem Körperkleid. Es ist keine Begrenzung mehr. Ich bin eins in dir, Vater, mit allen Wesen. Ich bin der Christus. Ich bin das Oz, das Meer der Liebe, der Ozean. Unbegrenzt. Ich dehne mich aus zu allen Brüdern hier, indem ich in jedem den Christus sehe und darüber hinaus zu meinen Schöpfungen, die wir gemeinsam ehren und lieben. Unsere Schöpfung, die Kinder unseres reinen Geistes, rufen uns, nach Hause zu gehen. Sie lieben uns. Und so wird es jetzt geschehen, dass die ganze Welt mit mir gemeinsam heilt. Nur deine Gaben sind von Wert, Vater, denn diese heilen uns alle. In deinen Liebesarmen, gefüllt mit deinem Frieden, Harmonie, Erfülltheit und deinem Licht, gibt es kein Leid, keine Krankheit, kein Tod. Wir werden jetzt zurückkehren und erwachen, in deinen Liebesarmen geborgen. Wir erkennen, wenn wir erwachen, dass wir nie fortgegangen sind und dass alles Leid, was wir erdachten, nur ein Traum war, der vorüber ist. Wir träumen jetzt noch eine kleine Weile von der schönen Welt, die wir alle lieben, wo es nichts als Frieden gibt und Glück, wo jeder jedem alles gibt, so kehren wir zum Himmel zurück. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Lass deinen Willen durch mich geschehen, Vater. Ich will hilfreich sein. Ich gebe dir meinen Körper,
und mein Geist. Bitte führ mich, so wird die Welt in meiner Sicht vollkommen heilig und rein. Unser täglich Brot gibst du uns heute, indem du uns die Nahrung deiner Liebe gibst. Und wenn wir den Himmel in uns annehmen, dann wirst du auch alles, was wir hier brauchen, um unsere Funktion zu erfüllen, uns und jedem geben. So bleiben wir vereint in deiner Liebe, in einem Leben, in einem Herzen. Und alle Konflikte in dieser Welt, in Israel, Ukraine, Afghanistan und Syrien und vielen anderen Orten hier, ja, praktisch in jeder Familie gibt es Konflikte. Die werden jetzt alle heilen, weil wir endlich verstehen, dass wir Liebe sind und eins sind. Und alle Liebe, die du uns gibst, ewig miteinander teilen. Ich danke dir für meine Heilung, die ich mit allen Brüdern teile. Sie dehnt sich aus. Und für diese Heilung gibt es nichts als Danke, Danke, Amen, Amen. So ist es.